Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf meinem kleinen und bescheidenen YouTube-Kanal Martin Hofmeister Unboxing. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Freunde, ich habe vor ein paar Monaten bei einem Bekannten zwei dieser Tische mit aufgebaut. Ich wollte das mal filmen und wollte euch die vorstellen, diese Schreibtische aus dem Hause FlexiSpot. Und dabei ist mir aufgefallen, wie toll diese Tische sind. Und daher habe ich mir auch zwei gleich bestellt und möchte sie heute jetzt hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal vorstellen. Denn ich bin wirklich überzeugt von diesen höhenverstellbaren elektrischen Schreibtischen. Sie sind preiswert, sie sind von der Qualität her sehr hochwertig. Das und noch viel mehr seht ihr natürlich nach dem Intro. Bis gleich. Ja, Freunde, schön, dass ihr noch dabei seid. Wir legen direkt los mit dem FlexiSpot E7, dem elektrischen höhenverstellbaren Schreibtisch mit einer hohen Qualität und vor allen Dingen zu einem mega fairen Preis. Dazu kommen wir natürlich später. Ich möchte euch erst nochmal den Tisch genauer vorstellen. Wie gesagt, vor ein paar Monaten teilte mir mein Kumpel mit, Mensch, ich habe mir für meinen Homeoffice-Platz habe ich mir zwei Schreibtische bestellt, höhenverstellbar, schau mal, wie günstig die sind, sollen super sein. Daraufhin sagte ich ihm, Mensch, ich komme direkt vorbei, filme das Ganze mal bei dir und vielleicht kann ich das ja meinen YouTube-Zuschauern mal zeigen. Vielleicht sind die interessiert und haben vielleicht auch Interesse an solch einem Tisch. Ich habe hier zweimal die 60er Tiefe. Muss sagen, am Anfang, wenn ich so arbeite, dachte ich erst, ist der Monitor zu groß oder bin ich zu nah? Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und da meine Augen eh schon schlecht sind, ist es gar nicht so verkehrt, dass ich recht nah dran sitze. Aber wirklich, wie gesagt, ich arbeite auch unheimlich gerne mal im Stehen oder wie auch jetzt in diesem Fall im Sitzen. Und daher ist es praktisch, dass man diese Tische hat. Wie gesagt, der Zusammenbau ist völlig einfach. Mein Kumpel teilte mir damit, Mensch Martin, den ersten Tisch baust du mal zusammen. Hast du Lust dazu? Können wir alles so ein bisschen per Video festhalten. Das haben wir auch gemacht. Und ihr könnt nichts anhand der tollen Beschreibung falsch machen. Ja, es ist alles bestens beschrieben. Die Löcher sind vorgebohrt. Ihr müsst also auch nichts groß ausmessen. Einfach alles rangekloppt. Und dann braucht ihr natürlich noch zwei zusätzliche Hände, die mit euch den Tisch umdrehen, weil diese Carbon-Stahl-Füße doch schon ordentlich wiegen. Und das muss ja auch so sein, denn wenn ihr diesen Tisch ganz nach oben ausgefahren habt, braucht er ja natürlich einen sicheren Stand. Und diesen Tisch, diesen hier, den E7 und auch den E7H, den könnt ihr belasten mit 125 Kilo. Also ihr könnt ja ordentlich Gewicht drauf legen, zum Beispiel auch eure Freundin, und könnt sie dann ganz genüsslich hoch und runter fahren. Hoch und runter fahren. Ja, wenn sie nichts anderes zu tun hat gerade oder wie auch immer. Also Spaß beiseite, ihr könnt hier also wirklich 125 Kilo drauf abstellen und der Tisch fährt weiterhin ganz sanft und leise nach oben. Leise ist ein gutes Stichwort. Wir haben hier gerade mal 50 Dezibel, also es ist wirklich leise und es ist nicht störend. Der E7, wie er jetzt hier steht, dieser Schreibtisch fährt aus von 58 cm bis zu 123 cm. Und dann gibt es ja noch den E7H. Und H steht wohl für High oder Hoch, ich weiß es nicht. Der fährt aus von 68 bis 133 cm. Das Schöne ist, die Kamera wird es jetzt nicht einfangen, wenn ich ihn nach ganz unten fahre. Ich habe sogar einprogrammiert auf der Taste 1, das zeige ich euch gleich noch in der Nahaufnahme. Da kann wirklich ein Kindergartenkind dran sitzen an diesem Schreibtisch, malen oder sonstiges. Und wenn ihr das, wenn das Kind natürlich in eine Schule geht, dann ist natürlich auch die Tatsache schön, dass ihr den Tisch ja dementsprechend höhenverstellen könnt elektrisch, denn das Kind wächst zusammen mit dem Tisch mit und ihr müsst euch nicht alle paar Jahre einen neuen Schreibtisch anschaffen. Das ist auch eine gute Idee. Und wer Lust hat und möchte gerne im Stehen arbeiten, der drückt dann eben auf die Taste für den Stand. Aber jetzt verschwinde ich damit natürlich aus dem Bild. Wobei ich hier mal stoppe, denn wenn ihr jetzt hier mal hinsehen könnt, seht ihr diesen Kabelkanal. Das ist nicht der originale Kabelkanal von FlexiSpot. Die waren damals leider gerade nicht lieferbar. Ich habe mir die über Amazon bestellt und kann dort all meine Kabel, sogar eine Steckdosenleiste habe ich damit eingefügt, die habe ich dort bei Amazon bestellt und auch den Link und so weiter findet ihr alles unter der Videobeschreibung und die sind sehr, sehr praktisch und einfach dran zu bringen.
Ja, wir gucken uns jetzt mal das Display genau an. Ihr seht es hier, wir haben hier die Hochtaste, wir haben hier auch die Runtertaste und wir haben hier neben noch die Memory-Taste zum Speichern der individuellen Höhe. Dann haben wir hier noch die Taste 1, Taste 2 zum Belegen und die Taste, um die Stehfunktion zu programmieren oder die Sitzfunktion. Und an der Seite könnt ihr sogar noch hier ein Ladekabel anschließen für euer Handy zum Laden. Oder wer Lust hat, kann sich ja hier noch eine Lichterkette rumkleben. Also der USB-Anschluss, der ist schon praktisch. Aber zeige ich euch mal ganz schnell, wie man jetzt hier zum Beispiel die Taste 1 belegt. Man fährt einfach jetzt hoch die Taste. Beispiel, wir bleiben jetzt hier bei 89,5 stehen, drücken auf Memory und wählen die Taste 1 aus. Dann drücken wir jetzt mal runter, fahren nochmal jetzt in die andere Position, 83,4, drücke die Memory-Taste und wähle Taste 2. Und somit probieren wir mal, Taste 1 hat er sofort gemerkt, 89,5 und die Taste 2 ist er tatsächlich stehen geblieben, jetzt hier bei 83,4. Ganz simpel, ganz einfach, zuverlässig, ohne Ende. Aktuell könnt ihr tatsächlich auf der Seite von FlexiSpot 140 Euro sparen. Also da würde ich mal vorschlagen, kommt einfach mal mit. Das schauen wir uns alle jetzt mal direkt am Computer an. Ja, Freunde, hier seht ihr nun aktuell die Seite. Es gibt natürlich mehrere Tische, höhenverstellbare Schreibtische von FlexiSpot. Wir konzentrieren uns heute natürlich nur auf den E7 bzw. E7H. Die könnt ihr also hier aussuchen. 58 bis 123 cm oder den 7H mit 68 bis 133 cm. Hier seht ihr die Gestelle, sprich hier in dem Fall schwarz, wie bei mir auch, oder ihr wählt sie in weiß aus oder demnächst erhältlich ab Mai, ab dem 4. Mai in grau. Ja, ich habe sie in schwarz genommen, seht ihr jetzt hier, und dann habt ihr hier den aktuellen Preis von 469,99 €. Das wäre jetzt nur dieses Untergestell, also sprich der Motor und die Beine, die höhenverstellbaren. Die könnt ihr jetzt für 469,99 € erwerben. Aber dank des Codes, den ihr hier findet und natürlich auch auf der Homepage, bezahlt ihr jetzt nur noch 329,99 € und somit habt ihr schon mal 140 Euro gespart. Und dann wählt ihr noch auf Wunsch, wer nicht möchte, der wählt natürlich keine Tischplatte aus, aber wer möchte, wählt natürlich seine Tischplatte aus. Entweder jetzt hier in diesem natürlichen Bambuston in weiß, so wie ich sie habe. Dann natürlich in eurer Wunschgröße 120x60, so habe ich sie auch. Wäre ein Aufpreis von 89,99 €. Oder es gibt natürlich auch noch andere Farben, Ahorn in schwarz, das Ganze sogar auch. Und so weiter, Kirschbaumfarben, sogar mit Kurven, also wie so ein Baumausschnitt, sieht auch ganz interessant aus. Aber wie gesagt, ich bin bei weiß geblieben, also 89,99 € Aufpreis. Ja, und wenn ihr das dann auch, wie ihr es jetzt hier sehen könnt, entweder in so einem Kurvenschnitt oder ohne Kurvenschnitt, pardon, da muss ich hier drauf klicken, so, dann ist es so wie bei mir auch hier ganz normal, ja, rechteckig. Und das gefällt mir auch. Und somit seid ihr dann bei 559,98 € minus den Code von 140 Euro. Also da könnt ihr eigentlich nur zuschlagen, denn ihr habt 7 Jahre Garantie. Ja, und das finde ich schon sehr, sehr klasse. Natürlich könnt ihr hier auch Kabelkanäle alles noch dazu kaufen. Wie gesagt, die waren bei mir aktuell nicht lieferbar. Daher habe ich die bei Amazon bestellt. Ihr kennt hier klemmbare Dosen, Steckdosenleisten und so weiter. Es gibt sehr viel Zubehör bis zum Bürostuhl. Ihr könnt hier einiges kaufen. Das ist flexispot.de, die elektrisch höhenverstellbaren Schreibtische. Optimal für Leute im Homeoffice, die auch mal stehen möchten oder eben tatsächlich auch für Schulkinder, die mit diesem Schreibtisch mitwachsen wollen. Das finde ich schon eine tolle Sache. Ja, Freunde, ihr kennt das sicherlich auch, wenn ihr dann lang genug am Schreibtisch gesessen habt, dann brennen die Beine oder auch der Popo, dann muss man sich einfach mal erheben. Um dann aber auch weiterarbeiten zu können, ist es natürlich wirklich eine gute Idee, wenn man dann einen automatischen, elektrischen, höhenverstellbaren Schreibtisch hat. Man drückt einfach auf die Stehtaste, die man ja zuvor für sich optimal einprogrammiert hat. Mit den zwei Tasten, das hatte ich euch ja im Vorfeld gezeigt, wie einfach das geht.
Ja, und wenn er dann ausgefahren ist, dann könnt ihr nach Belieben im Stehen weiterarbeiten und könnt euch ganz entspannen und freut euch, dass ihr so einen tollen, preiswerten, elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch habt. Und wenn ihr dann wieder sitzen möchtet, einfach auf die Sitztaste wieder gedrückt, ruf auf den Stuhl und dann geht es auch schon wieder weiter, weil das Popöchen hat sich natürlich auch wiederholt und natürlich auch die Beine. Also FlexiSpot E7 top. Viele denken vielleicht auch, oh mein Gott, was passiert denn, wenn die Kinder im Kinderzimmer am Spielen sind, nutzen diesen Schreibtisch, um irgendwie eine Höhle zu bauen. Was ist, wenn das Ding runterkommt und man klemmt sich gerade da irgendwie was dazwischen? Das wäre ja richtig fatal. Das Köpfchen ist im Wege, die Schulter ist im Wege. Keine Sorge, auch dafür ist gesorgt. Ich drücke jetzt mal die Sitzposition, klemme ich mal dazwischen und siehe da, er fährt sofort wieder hoch. Es wird niemand verletzt. Die Schulter wird sofort bemerkt vom Schreibtisch und dieses Antikollisionssystem schreitet sofort ein. Und es kann sich hier an diesem Schreibtisch niemand verletzen. Finde ich super. Ja, Freunde, wir kommen zu unserem Fazit von dem tollen Schreibtisch E7, den ich hier in zweifacher Ausführung stehen habe und sehr glücklich damit bin. Was soll ich anderes sagen? Einfacher kann es einfach nicht gehen. Angefangen von dem hervorragenden Zusammenbau, der wirklich einfach geht. Ihr braucht nur wirklich einen zweiten Mann oder eure Freundin, um diesen Schreibtisch umzudrehen. Bitte bei der Montage legt was auf den Boden, am besten die Verpackung, den Karton, damit die Tischplatte hier nicht zerkratzt. Das kann nämlich ganz schnell passieren. Also schön Obacht und dann schraubt ihr alles drunter, schließt die Kabel an, versteckt die unter die Abdeckung, die wird auch nochmal befestigt, ran an den Strom und erfreut euch an diesem elektrischen höhenverstellbaren Schreibtisch, den E7 oder wer möchte den E7H. Nochmal die Fakten, E7 58 cm bis 123 oder den E7H von 68 cm bis 133 cm, wer es halt möchte. Wir haben eine Traglast von 125 Kilo, also hier passt ordentlich was drauf. Wie gesagt, legt eure Freundin drauf, fahrt sie hoch und runter, wenn sie Spaß dran hat. Oder stapelt euren High-End-Rechner hier oben drauf und legt los. Also es lohnt sich wirklich, weil 125 Kilo, das ist schon mal eine Power und trotzdem fährt er damit ganz bequem hoch und runter und sehr leise mit 50 Dezibel. Das ist doch wirklich mal eine Ansage. Wir haben hier Carbonstahl als Füße, damit ein sicherer Halt gewährleistet werden kann. Wir haben ein Antikollisionssystem hier drin. Also wenn hier jemand drunter steht und der Tisch fährt runter, spürt das der Tisch und fährt sofort wieder hoch, ohne was auch immer darunter ist, es zu beschädigen oder eben weh zu tun, wenn es der kleine Nachwuchs ist. Also wirklich, hier ist an allem gedacht. 4 programmierbare Tasten habt ihr hier noch, die ihr frei Schnauze belegen könnt. Ein USB-Anschluss zum Aufladen eures Handys oder sonstigen und. Also dieser Tisch macht Spaß und ist wirklich preiswert. Und jetzt haltet euch fest, ich glaube nur noch bis Sonntag, bis zum 30. könnt ihr diesen Tisch um 140 Euro preiswerter bekommen. Also zuschlagen, sucht eure Wunschtischplatte aus, eure Wunschtischbreite, Tiefe und dann kriegt ihr alles versandkostenfrei geliefert, ohne Extrakosten. Also ganz toll. Die Tischbeine sind separat verpackt, das ist ein Karton und dann kommt die Tischplatte noch separat. Also es sind 2 Lieferungen, nicht wundern, aber so ist alles safe und sicher verpackt. Und ihr bekommt alles kostenlos nach Hause geliefert. FlexiSpot, ich kann nur sagen, super Leistung, super Arbeit, tolle Qualität. Macht bitte weiter so. Ich freue mich auf weitere Produkte von euch. Demnächst die Tischbeine auch in Grau ab Mai. Also sie bleiben nicht stehen. Macht weiter so. Wer möchte, kann natürlich ganz gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Darüber würde ich mich freuen. Und wem das Video gefallen hat, was ich hier euch zur Verfügung gestellt habe, der kann auch gerne einen Daumen nach oben mir geben. Also das ist wie ein Applaus. Freue ich mich sehr drüber, ja. Also wenn ihr Fragen habt, ruhig in die Kommentare rein. Wie immer an dieser Stelle, bleibt also gesund. Bis zum nächsten Video. Euer Martin Hofmeister. Ciao.